Okay, willkommen hier bei Marthas Hütte, wo wir das letzte Mal ja hin wollten. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte den Alchemiekessel gucken. Ich habe jetzt noch zwei Gegenstände gemacht, im Alchemiekessel und die ausblubbern lassen. Unter anderem habe ich jetzt endlich mal die Schädelkrone mit einer heiligen Urnenasche reingepackt und die Sonnenkrone erhalten. Nice, nice, nice. Ein sehr seltener Gegenstand. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Anderes kann ich jetzt noch nicht machen. Und Jessicas ultimative Rüstung ist fertig geworden. Da ist sie. Das göttliche Bustier. Ein geheimnisvolles Bustier, mit dem man feindlich Angriffen leichter ausweichen kann. Transfer für Jessica. Wow. Enormer Rüstungsboost. Wie gesagt, das ist die zweitbeste Rüstung. Und natürlich, meine Freunde, natürlich gucken wir uns auch die an. Tada! Oh, Jessica! Guckt euch das an, guckt euch das an. Oh, mit Engelswings. Sieht das nicht süß aus? Oh Mann. How sweet, how sweet. Das ist Jessica. Das war schön, ne? Ja, das war schön. So beginnt der Part gut. Erstmal gleich 50 Views mehr. Okay, aber da wir den bösen Sir Leopold besiegt haben, können wir das jetzt Marek sagen und endlich. Endlich die letzte Tauschsubstanz, sag ich mal, für den windigen Willi machen. Tür ist verschlossen. Naja, gut, macht ja nichts. Was? Bist du gar nicht hier? Oder ist der wieder in Orkutsk? Darf wieder in Orkutsk sein, oder? Bist du in Orkutsk? Der ist in Orkutsk. Der ist in Orkutsk! Die Sau, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der wäre noch hier. Na gut. Dann geht's halt eben schnell nach Orkutsk. Teleportation Orkutsk. Wie oft kannst du noch Orkutsk in einem Satz benutzen? Das ist die Purpurrobe, die wir noch machen müssen. Und dann gehen wir gleich noch zum windigen Willi und werden das einfach nacheinander so bearbeiten lassen. Und dann ist das fertig. Ist auch dieser Questteil fertig. Ist kein Questteil, es ist optional halt, um ein paar Gegenstände zu farmen. Und ich mache das eigentlich immer ganz gerne, weil es wirklich einen guten Schild gibt für Yengis. Ja, und die Sachen, die man da so bei ihm kriegt, okay sind. So, mal gucken, wo man lang muss hier. Ist auch nicht. Ja, da steht der Typ, der uns hilft, uns zu orientieren. Da ist er ja. Na, jetzt komm her, ich sag dir Bescheid. Seid ihr gekommen, um mir mitzuteilen, dass ihr den bösen schwarzen Hund besiegt habt, der meine Marmuschre getötet hat? Ja, ist das wahr? Ihr habt diesen teuflischen Hund wirklich besiegt. Danke euch. Ich bin euch erneut etwas für eure Bemühungen schuldig. Ach ja, das ist etwas, was ich euch geben möchte. Es reicht zwar keineswegs aus, um euch alles, was ihr getan habt, angemessen zu entschädigen, aber es ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist nicht einfach zuzubereiten, aber ihr findet sicher eine Verwendung dafür. Doran erhält 4 Büschel Brandkraut. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Alchemiekessel. Jetzt machen wir direkt weiter. Und müssen schnellstmöglich das letzte Utensil vorbereiten. Und wir benötigen dafür der Robe der Weisen, Zauberwasser und dieses Brandkraut. Ja. Man, das ist es. Jo. Das ist das Ergebnis der Purpurrobe, die wir bekommen, die wir dann unserem geschätzten Winding Willy geben werden. Und das machen wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt, geh weg da. Boris ist im Weg. Treibt ihr mich hier voll? Nein, ich glaube hier hoch. Jawohl, da ist der Ausgang. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir in der Lage sind. Machen wir jetzt so ein bisschen random Kram. Dann gleich zum windigen Willi zu gehen. Aber jetzt vorher noch eine andere Kleinigkeit zu erledigen. Und zwar würde ich gerne in der Monster Arena den nächsten Rang ausprobieren. Hackzilla, Skeletoid und Erzfeind. Die Gruppe wird es nicht schaffen. Werde Erzfeind mit
Okturion tauschen, weil ich ein bisschen auf seine Heil, obwohl, ja, sein Heilzauber angewiesen bin. Ein bisschen. Aber der hat mir nicht genug Lebenspunkte. Das ist das Problem. Kann zwar zweimal in einer Runde angreifen, das ist. Ach komm. Wir probieren das jetzt mal so. Ich probiere es einfach. Ja, der ist an sich gar nicht, ja, was heißt gar nicht so kompliziert. Der hat es natürlich auch in sich, Rang A. Sonst wäre es nicht Rang A, wenn er nicht so schwer wäre. Ne? Wenn er ganz einfach wäre, wäre es ja Rang D, wenn er einfach wäre. Aber Rang A ist im Vergleich zu Rang B, was die Monster angeht, zumutbarer. Wie gesagt, wir probieren das jetzt einfach einmal schnell aus. Rang S ist dann schon eine ganz andere Liga. Das ist noch in weiter Ferne. Und dafür kriegen wir auch keinen nennenswerten Preis mehr. Kriegen wohl einen Preis, aber ist jetzt nicht so berauschend. Wir probieren uns erstmal in Rang A, denn hier in Rang A gibt es die nächste Waffe für unseren Helden als Preis. Und den hätte ich schon gerne. Das ist Wunschdenken, ne? Das ist Wunschdenken. Wir probieren es mal aus. Ja, ich möchte an der Monster Arena teilnehmen. Ah, du ganz Desaster. Rang A. Ja, komm, lass es krachen. Ich bin not sure. Da war die ersten, da sieht man schon richtige Bronzendinger. Big Boys. Das ist eigentlich, die Big Boys haben so ungefähr 500 bis 600 Life Points. Natürlich, Zyklop und sowas, das sind eigentlich richtig, einfach richtig eklige Gegner. Aber ihr seht schon, der Schaden, den mein Freund hier macht, der ist schon immens. Aber die Lebenspunkte sind halt nicht so hoch. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Der macht auch 90er. Boah, der kriegt halt aber auch. Eieiei. Er lenkt seine Waffe und lacht. Warum greift mein Dämon nicht zweimal an? Jawohl, der Troll ist schon mal down. Wenn es die Haxille angreift, ist perfekt. Er hat so viel Life, der hält das super aus. Aber ich hätte schon gerne, dass Okturion spätestens jetzt gleich mal so eine kleine Heilung raushaut. Er greift aber weiter an. Warum greift mein Skeletor nur einmal an? Ich finde das nicht gut. Perfekt. Zyklop ist auch down. Und der Frufru, der da noch steht, der ist jetzt nicht so, wie gesagt, der hat bisher seine bisherigen Angriffe. Jawohl. Waren jetzt auch nicht so berauschend. Dieser Massenangriff ist halt nervig. Ach komm, jawohl, ja. Frufru ist auch weg. Der erste Sieg. Es lief ganz gut. Oh, die zweite Runde, ihr seht schon. Oha. Ja, den kennen wir, ne? Tom vom Kato Felix. Springschakal, Säbelzahnkatze und Springschakal. Unglaublich schnell, die Viecher. Besonders wenn sie mit dieser Urgewalt angreifen, das ist natürlich Erstschlaggarantie. Und ich bin jetzt etwas enttäuscht, doch von Okturion, muss ich sagen. Denn der heilt kaum. Er muss heilen, denn sonst ist er völlig wertlos. Und ich könnte ihn locker für Erzfeind zum Beispiel austauschen. Erzfeind heilt zwar auch nicht, aber dafür macht er besseren Schaden. Jawohl, die Vollheilung. Dankeschön, ich liebe dich. Dann macht das doch. Deswegen steht er auch auf Platz 3. Oder da halt am wenigsten angegriffen wird. Oh, schön. Perfekt, der erste Springschakal ist schon mal weg. Und man kann schon sehen, das hier ist eigentlich wirklich ein Kampf in diesem Rang. Ja. Also wenn man sich nicht zu blöd anstellt, ist der hier geschenkt. Der ist nicht wirklich schwierig.
Oh, eingesleept. Perfekt. Er ist tot. Steht nur noch die Säbelzahnkatze. Die natürlich die meisten Lebenspunkte hat. Knapp 700. Jetzt wäre vielleicht mal eine Vollheilung für Haxilla. Oh, perfekt. Perfekt. Octurion tut gerade sein wirklich Bestes, um mir zu gefallen. Das war doof, Haxilla. Da seht ihr wirklich mal, wie lange Haxilla wirklich im Team bleiben kann. Effektiv. Die Angriffskraft ist super, die HP sind toll, die Abwehrkraft ist klasse. Also Haxilla könnt ihr die eigentlich von Anfang an, wenn ihr es besiegen könnt, im Team belassen. Der Octurion schlägt sich ja voll. Auch nicht schlecht, muss man jetzt mal sagen. Und damit haben wir auch den zweiten Part geschafft. Jetzt kommt der Endfight. Ja, Fear Factor, das ist schon eine gefährliche Truppe. Vor allem der Zombie-Gladiator. Aber halt auch Baumteufel und Bombenbrocken. Das ist super, dass sie erst auf den Bombenbrocken gehen. Der ist jetzt schon mal weg. Das Problem ist, dieser Baum hier, der Baumteufel, der wird zwar, ich denke mal, der macht das auch gleich. Wir warten mal ab. Macht er das? Ja. Ja, benutzt das Yggdrasilblatt. Und Bombenbock ist wieder da. Der ist jetzt vollständig wieder da. Und das ist halt das wirklich Nervige an dem Viech. An dem Baumteufel, der kann halt die Kreaturen wiederbeleben. Ein Grund dafür ist, dass der eigentlich am ehesten weg muss. Das Problem ist, dass es gerade nicht so nach Plan läuft. Gut, er greift an. Angriffswert vom Baumteufel, das kannst du knicken. Das Bösartige an dem Baumteufel ist halt, dass er das Yggdrasilblatt spielt, genauso wie der Bombenbrocken einer für alle spielen kann. Octurion macht seine Sache gut, er heilt im genau richtigen Moment. Und die Angriffe von Skeletoid oder was weiß ich, die fungieren auch relativ gut. Er nimmt abwechselnd die beiden auseinander. Ja, jawohl, der greift auch nur an, macht auch nur 14 Schaden. Jawohl, und jetzt ist das Ding geschenkt. 3 gegen 1. Das kann sein Zombie-Gladiator nicht mehr reißen. Mega-Schwächung, natürlich eine super Idee. Kommt ein bisschen sehr spät. Donnerhieb, boah. Ich will auch können. Aber das ist doch glatt der Sieg in Rang A. Und ihr seht, was ich meine. Theoretisch hätten wir Haxilla auch durch Alzyklope austauschen können. Aber dadurch, dass du in Rang B halt super, super gute Monster freischaltest, ist Rang A eigentlich geschenkt. Das war's schon. Tada! Wir sind der Sieger des Ranges A. Du erhältst den Heldenspeer. Yeah! Best shooting, eh? Now,
guard, sir. But I can offer you one final challenge. Fight me. Become the strongest monster team owner in all the world. Our passionate encounter will take place here in my monstrous pit. This is the final rank. Rank S. In round one and two of rank S, you will fight against the two strongest monster teams I ever see. And in the final round, you will fight me. Okay, ragazzo. It is time for you to show just what you are made. Hash. Gusto. And don't think I will be going easy. I don't wish you the buona fortuna. Now, we are revived.